Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir spielen heute Acres of the Plum Grove. Wer das nicht kennt, das ist ein Farmspiel. So wie Stardew Valley, Story of Season, Harvest Moon. Nur ein bisschen anders. Man kann im Spiel ganz normal heiraten, eine Farm aufbauen. Was aber anders an diesem Spiel ist, ist, dass man bei der Hexe Giftkuchen kaufen kann und die Bewohner vergiften kann. Man kann im Spiel krank werden, man kann sterben. Ich bin mal gespannt, ob uns das Game gefällt. Ich bin echt gespannt. Und dann würde ich sagen, wir starten mal rein. Leider ist das Spiel nur auf Englisch. Ich habe schon nachgeschaut hier. Wo waren das? Language, Englisch. Englisch und Chinesisch gibt es nur. Mal schauen, wir können hier Fishing Game können wir ausschalten. Aging kann man ausschalten. Texas, also man muss Steuern zahlen. Aber ich werde das mal alles erstmal anlassen. Und wenn das mich irgendwann stört, können wir es ja irgendwann ausschalten. So, wir starten mit New Game. Ich versuche alles zu übersetzen, auch wenn ich nicht so gut Englisch kann. So, wir müssen uns erstmal erstellen. Ich bin ein sehr heller Mensch. Eigentlich, das ist perfekt. Ich nehme diese Augen. Ich nehme diese Knopfnase hier. Wir könnten auch ein Mann sein. Okay. Aber wir sind eine Frau. Wir sind eine Frau. So, wir nehmen diese Knopfnase, wir nehmen diese Augen. Haare. Ich bin eigentlich, trage immer offene Haare. Ich finde die süß. Wir können auch ein Pferdeschwanz. Ist das ein Pferdeschwanz? Ja, das ist ein Pferdeschwanz. Das ist ein Dutt. Auch voll süß. Das finde ich eigentlich süß. Ich habe blonde Haare. Wie sieht weiß. Oh, weiß sieht aus. Okay. Ja, wir nehmen weiße. Blonde Haare. So, wir nehmen Outfit. Was sieht komisch aus? Ja, klar, wir ziehen eine Latzhose an. Ich finde das hier süß. Farbe, das ist. So komisch orange-braun. Grün. Ich nehme grün. Accessoires. Wir ziehen. Welche Schuhe ziehen wir? Ja. Wir ziehen die hier an. Haben wir eine Brille? Na, Brille sieht komisch aus. Ein Schnauzer wäre doch was. Guck mal. Was für eine tolle Frau. Oh. Was für eine tolle Frau, ehrlich. Aber ich glaube, wir machen aber den Bart weg. Aber ein bisschen Spaß muss ja sein, liebe Leute, ne? So, wir. Mein first name ist Amy. Mein last name, wir machen. Huin. Okay, Huin. Huin. Confirm. Okay, let's go. Let's go, let's go, let's go. Bis jetzt sieht es schon nice aus. Okay, wir sind am Hafen. Wo laufen wir? Ich sehe mich noch nicht laufen. Da, wir laufen. So, tschüss, geliebte Stadt. Ich werde weiter reisen. Es war schön hier. Meine Katze schreit. Ich hoffe, dass kein Unwetter kommt. So wie es aussieht, fahren wir mit dem Schiff. Ich hoffe, es kommt kein Unwetter, weil das ist das Schlimmste, was es gibt. Ein Unwetter mitten auf dem Ozean. My dearest friend, you have finally arrived. Okay, du hast es geschafft. Just by your own that horizon lies a new world. A fresh start. Also neue Welt, Neustart. I hope you're as excited as I am. Just I've
Just think of all the opportunities that await us. I don't know what they say. Soon, the two of you, us, will copy our own plot and land, and we can begin our new adventure. Neues Abenteuer, hört sich gut an. A land on which to grow what we place, to build what we play, please. Hey, place, please. All aboard, we will be departing. Okay, they will starten. Passengers to you designed are if you please. Leute, ich verstehe nix. It's just about time. Es ist Zeit. There will be amply aboard to catch up in the weeks to come. Okay, let's go. Wir starten. Es geht los. Ich liebe Schifffahren. Ich würde auch gerne so ein riesiges Piratenschiff als Haus haben. Aber bei mir ist weit und breit kein Wasser. Oh nee, Unwetter. Oh mein Gott, wie süß die sich festhalten. Oh mein Gott. Yes, this... Was? Yeah. This storm is a... Okay, Sturm. Your wheel, I can't keep you steady. Hang on, everyone. The world is cracking, Bine. Oh nein, das war's, nein. I fear this may be the end of us all. Nein, das ist nicht die... Oh mein Gott, was ist mit dem da hinten los? Ich glaube, der entweder seekrank oder der ist schon vor lauter Sturm schon von uns gegangen. Oh mein Gott. My friend, we cannot afford to die here. We have so much to live for. Ja, mein Freund, wir dürfen hier noch nicht sterben. Oh mein Gott, wie süß die sich festhalten. The hull is breaking apart. Oh nein, was bricht? Everyone abandon ship. My dearest friend, I have treasured the times we spent together. If I change on up us should perish. Please take care of them. Oh Gott, was kracht da? Oh Gott. Hat sich nicht gut angehört. Wo sind wir? Okay, wir wachen auf. Wir sind wach. Wir liegen einfach in einem fremden Haus. Goodness, you're finally awake. Du bist endlich wach. We had such a terrible storm last night. Wir hatten letzte Nacht einen sehr starken Sturm. This little old lighthouse was rating something fierce. Okay, wir sind in einem Leuchthaus. Leuchtturm. Imagine my surprise when I found you washed up on the beach this morning. Wir haben dich heute Morgen am Strand gefunden. Couldn't just leave you there, of course. But, my dear, I hate to be the bearer of grave news. Ich hasse es, diese Neuigkeit zu sagen. I'm afraid you may be the only survivor. Wir sind die einzigen Überlebende. Oh Gott. Mein Freund ist nicht am Leben. We found Mr. Rackick. The others I fear have likely perished in the dreadful storm. Don't fret there. That was quite an ordeal, I'm sure. But you're safe now. And that's what matters. So, wir sind sicher. Aber das ist traurig, Leute. I know, this is a lot to take in. I can only imagine. But when you're feeling up to it, I have someone who wished to meet with you. Someone really important, no less. Just hey, drop the door. When you're ready, we'll be waiting. Okay, wir können aus dieser Tür gehen, wenn wir uns fit fühlen. Use WASD or click to move. Move into the door or click it. Okay, let's go. Aha. Das sieht witzig aus. So good to see you up and about. So schön, dich wach zu sehen. Ich glaube mal, dass es so heißt. Feeling better then? No broken bones? Fühlst du dich besser?
Hast du nichts gebrochen? I heard about your situation. Such a disease. Ja, danke für die Situation, danke. At the same time, I must offer you a proper welcome. To the circumstance may be less than. Yeah, you found your way to our fair town of Honeywood. The name's Quentin Whitfield. I'm the major here. Oh, das ist der Major. Klappt den schnappen wir uns, oder? I'm pressure you on of the fine works. We were on the lookout for you and your friend Timothy was his name, I believe. I'm afraid he may not have survived the shiver. As a dead old farm remains as vacant as ever. And your weeds aren't going. Okay, wir kriegen wenigstens eine Farm, wo wir leben können, wahrscheinlich. What say you? Would you be willing to settle on our fair island? Ja, 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 lass mich da hinziehen. Besser ist gar nichts. It's settled then. Follow me and I'll take you to your new home. It's but a short distance from here over the bridge to the east. Take care, my dear. I packed some food too. Help you get started. Space to eat. It's where you inventory. I. Okay. Many thanks for your hospitality, Luna. Now off to the farm. Let's go. Wir gehen zu unserem Farm. Dankeschön, dass ich dort wenigstens ein bisschen zu Kräfte kommen konnte. Das sieht voll süß aus. Das sieht voll süß aus. The waves seem calmer than usually this morning. The calm after the storm, perhaps. You see, despite the storms that come through here, we are a regular stop on the trade roads. Ich verstehe halt nicht, was er labert, aber okay. Aber okay. Lauf mal nicht so schnell, Major. This here is our charming schoolhouse, where the children of Honeypool spend their day learning. Okay, hier ist die Schule. Mayhaps our own offspring will one day go here too. Okay. Darf ich an der Klingel klingeln? Now, where was that thing? Oh, wir kriegen eine... Ah, yes, here it is. I'm so glad I always keep an extra on me. So you shan't be lost. I present you with a map of this island. It's just to keep. Danke für die Karte. Rest from here is the center of Honeywood and my estate. Okay, da drüben. You can ponder your map later. Press M. To see where things are, location, and which shops are open at what time of day. Click on signpost on a map to fast travel. Okay, wir können auf die Karten. Okay, okay. This will help you move around more easily. Now let us keep moving. We're about a few minutes away. Okay, wir sind nicht weit entfernt von unserem Haus. Oh. Und das ist unsere Farm? Sicher? May I hadn't released the farm had fallen into such. So sieht's auch aus. Well, that just means you can truly make it your own. An honest day work is good for the soul. Isn't that right? Ja, das stimmt. Tata, es ist, ja. It may take more than a day's work to clean this place up. Ja, so witzig. Now there's the topic of taxes. The land is used to keep, but taxes will always be due at the end of every week. Okay, wir müssen am Ende der Woche immer die Taxes zahlen. You can find me at the town hall later today to sign your name on the debt and work out the payment. Tschüss, Major. Danke.
Oh, I almost forgot. The previous owners might have left behind some equipment in the farmhouse when they left. Be sure to take a lot. Look, there might be some tools lying about to help you get started. Okay, dann schauen wir mal. Wir haben hier Essen drin. Das ist unser Haus. Sieht das nicht gemütlich aus? So, immer Inventar, ne? Okay, das ist alles in einer Reihe. Perfekt. Ja, wir haben, was sind das für Seeds? Tuning Seeds. Spring. Die können wir ja gleich hier einpflanzen. Müssen wir halt hier erstmal ein bisschen Ordnung machen. Wachen. Das hier. Wir machen jetzt erstmal hier ein bisschen Ordnung. Damit wir hier gleich unsere ersten Sachen anpflanzen können. Haben wir eine Axt? Eine Ho? Wir haben keine Axt. Haben wir echt keine Axt? Eine Ho? Pickaxe? Hammer, aber keine Axt. Was soll denn das? Ich würde das so gerne hier wegmachen. Einmal, zwei, drei, vier, fünf. Zwei, drei, vier, fünf. Das ist im Weg. Gut. Da ist man kaum. Kaum ist man da angekommen, ja? Und schon muss man schon arbeiten. Ich bin eigentlich eine, ich gucke mich erstmal um und so, aber wie das hier ausschaut, ehrlich, das ist ja Katastrophe. Was sagt ihr? Oh, die Melodie ist nice. So. Das stellen wir, glaube ich, noch hier ab. Gut. Aber kann ich mit dem... Nein. Nein. Map. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier... Nein, wir laufen erstmal und reden mit jedem. Wir müssen ja jeden kennenlernen. Wir müssen ja jeden kennenlernen. Holz. Lol, da kommt Holz runtergeflogen. Habt ihr das gesehen? Voll cool. Da ist einer im Garten. Können wir zu ihm rein? Ja, wir können rein. Hi. You're Amy, right? I've heard about you. I'm Jakob. Hi. Oh, I wish spring couldn't last forever. You know, Edwin Chesner is a lot smarter than he looks. Okay. Why would you say something like that? Oh, er hat Samen. Wir können Samen kaufen bei ihm. Aber wir haben nur 25 Geld. Anything else? No. I'll be busy for the rest of the day. Ja, ich bin auch für den Rest des Tages beschäftigt. Keine Sorge. Ich störe dich nicht länger. Kann man die pflücken? Ja, die kann man pflücken. Können wir da rein?
Hi, welcome on Honeywood. I'm really wet. You're from. I heard from Matthew Bain. That talking. Okay. I always pick up. Leave. Okay. Trade. Eine Axt! Die brauche ich! Hier. Wir haben jetzt eine Axt. Wir haben jetzt eine Axt. So, mit dir rede ich auch. Nice to meet you, Amy. I'm Jack. And I'm the carpenter. All the best. Tschüss, Sikowski. Das ist schon mal anstrengend, ne? Also erstmal alle Leute hier kennenlernen. Und wir haben jetzt endlich eine Axt. Wir können unseren hässlichen Baum wegmachen. Oh, wie süß. Guck mal, Hühner. Kann ich ins Haus? Aber da ist ja niemand. Kann ich hier rein? Nein. Kann ich nach oben? Das Haus ist süß. Da kann ich auch nicht rein. Okay. Okay. Items. Family. Quest. Visit Town Hall. Okay. Wir müssen Town Hall besuchen. Aber ich will erstmal mich hier umschauen. Was ist das? Ah, das sind die Quests. Okay. Oh mein Gott, so viele Schmetterlinge. Wir sind jetzt im Wald. Voll schön hier. Dich nehme ich mit. Wohin uns dieser Wald auch führen wird. Das wird ein tolles Abenteuer. Da ist ja jemand. Hi. Happy to see a new face around here. I'm Agnes. Hi. Eggs and cheese make for a hearty breakfast. Ja. Have a great rest day. Oh, danke, das wünsche ich dir auch. Okay, hier ist eine Mine. Hier ist noch jemand. Hi! Amy, I try to remember that. I'm Sarah. Hi Sarah, nice to meet you. Kann ich da auch schwimmen? Ja. Den kann ich bestimmt auch schwimmen. Ja. Ich glaube, pro Baum kommt doch, glaube ich, 2 runter. Das war Vogel. Okay, was ist das für ein Haus? Guck mal. Wow, hier will ich wohnen. Hier will ich wohnen. Das sieht richtig nice aus hier. Guck mal. Hi. Well, it is the new farmer. Was wondering when we cross paths. Yeah, I'm... Okay, hi Isabella. Sie trinkt Tee. Ich will auch eine Tasse Tee. Wieso bekomme ich keine Tasse Tee von dir? Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Welcome to Honeywood. I'm Kate. Hi, Kate. Kann ich hier rein? You're Amy. Okay, I might forgot that I wasn't. Okay, der hört sich schon sehr sympathisch an. So richtig. Oh, es hat geschlossen. Hier ist niemand. Schade, Marmelade. Ja, Holz fliegt einem ins Wasser rein. Hey, I'm Verity. Nice to meet you.
Hi, Madame. I'm... Okay, das sind Kinder. Your name, Amy. Okay, my name is Benjamin. Cheerio. You're from the mainland? That's so cool. I'm Penelope. My name is Martin. I even know who to write it. Please to make your Meister ist Teacher. Good afternoon, Madame. Okay, dann geht's wieder zurück wahrscheinlich. Wir haben einfach schon wieder nachmittags. Was ist denn da los? Ich habe noch nie mal alle Hallo gesagt. Das ist Katastrophe.